Hallo zurück hier zu Tomb Raider 6. Wir sind immer noch in diesem wunderschönen Gewächshaus, das sich über wirklich mehrere Räume hier erstreckt und echt nett ist. Und hier haben wir ein wunderbares Magazin, mit dem wir zwar, in dem wir nicht viel lesen können, aber als Lara können wir damit wesentlich mehr anfangen. So, wir haben beim letzten Mal schon zwei Zugangskarten eingesackt, haben unsere Kräfte ein bisschen gestärkt. Und das nächste Ziel, was ich gerade habe, ist da vorne das Medipack einzusammeln. Das heißt, wir werden jetzt hier diese Leiter noch mindestens ein weiteres Mal nachher hochklettern. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja an sich keinen Zeitdruck, da es ja auch schon auf das Ende zugeht, wie ihr mir ja netterweise verraten habt. Und ja. Wir gucken uns hier entsprechend nochmal vernünftig um. Hier hatte ich jetzt, glaube ich, soweit alles gemacht. Dann rennen wir jetzt erstmal ein bisschen. Und ich und diese Ecken immer. Wow. Also wir können jetzt hier theoretisch auch durch die Tür. Aber wir möchten ja, oder ich möchte ja das Medipack und was da liegt noch haben. Deswegen müssen wir hier noch mal runter. Hahaha. Gut, dass ich gespeichert habe. Das war ziemlich schlecht. 14:16 Uhr, genau. Oh nein, ich bin beim Speichern. No. Load. Das ist mir schon ein paar Mal passiert in der Vergangenheit, dass ich da versehentlich Dinger, Sachen gespeichert habe, die eigentlich geladen werden sollten. Das ist immer uncool. So geht's auch. So, wir müssen uns jetzt hier irgendwo an das Dach hier hängen und dann so ein bisschen nach links hangeln. Ich denke mal, wir machen das. Wow. Ach ja, hier geht's, hier reicht's schon. Ist halt blöd, ne? Weil man jetzt hier Kraft verloren hat, ist eigentlich ungeil, weil eigentlich brauchen wir das Medipack jetzt schon fast wieder. Ich will aber trotzdem mal versuchen, das jetzt erstmal nicht zu nutzen. Wer weiß, vielleicht sind wir ja jetzt relativ schnell in einem anderen Level. Wo wir ja dann automatisch wieder mit Kraft oder mit Leben versorgt werden. So. Jetzt nochmal nach oben. Ah, nein! Scheiße. Oh Mann. Ach, ist das doof. Vor allen Dingen, jetzt habe ich das Medipack noch nicht geholt. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, ah, komm, was wir haben, das haben wir. Mal speichern, bevor wir das Ganze zum dritten Mal hier lang laufen. Okay, so, genau, jetzt müssen wir da hinten über diese etwas breitere Lücke. Hier war sonst nichts mehr, ne, an Munition oder so. Ich gucke es lieber nochmal. Manchmal übersieht man ja dann doch ganz gerne was. Wir haben jetzt von diesen Karten zwei Stück, ne? Also abgesehen davon, dass wir noch 5000 andere Karten dabei haben. Ach, guck mal, den haben wir auch noch. Wo lagert sie das denn immer alles? Guck mal hier, das waren Zwillinge. Der hier und der hier. Der war in Strahov. Und das ist hier im Botanischen Garten. Sehr witzig. Da haben Zwillingsbrüder hier einfach irgendwie mehr oder weniger beim gleichen Bösewicht angeheuert. Schön. So. Weiter geht's. Genau, wir müssen da vorne gleich hin.
also um genau zu sein, hier jetzt rüberspringen. Mal gucken, ob sie es jetzt schafft. Ich speichere gleich nochmal. Ich weiß immer nicht, wie viel Anlauf sie eigentlich braucht. Ob das was bringt, dass ich irgendwo einen Schritt mehr noch zurück mache. Oder ob das im Endeffekt egal ist, weil sie eigentlich nur 3 Schritte braucht. Boah, Wahnsinn, okay. Ja, gut, ne? Wer kann, der kann. So, Waffe. Wobei eine Karte liegt ja bei dem, der tot ist, ne? Zu dem müssen wir halt jetzt erstmal hinkommen. Und ich befürchte, dass das hier unser Weg ist, ja. Halt. Ich speichere nochmal eben. Wir können auch hier drauf speichern. So. Zack, und nach oben mit dir. Wunderbar. Wie zufrieden sie aussieht, so voll entspannt irgendwie. There's chaos up there. Why has the power been cut off? Is this your doing, Miller? No, the power's down everywhere. Just control things in the dome, then. Do it. It's everything locked down. We don't want anything getting loose. It's under control, Master Eckhart. We have a problem down in the sanatorium. What problem, Boaz? Just have the guards deal with your inmates and pets. I have a confession, Master Eckhart. I didn't destroy the proto-Nephilim. The proto? You are kidding. Right, Boaz? I need to supervise this personally. That experiment was to be eradicated. I expressly ordered it. It's far too dangerous to keep alive. I couldn't. It's half Nephilim. That makes it impossible to kill without your very apt shard. You ignored my orders for the last time, Boaz. Mullah, I need the services of one of your little creations. Ah, please, no! It wasn't my fault! I'm loyal! Your own incompetence has sentenced you, Boaz. Give me a chance! Not the pot! I will be obeyed. Now sort this mess out. Meine Güte, was sind das denn für seltsame Leute? Was ist denn das für ein Verhalten? Die arme Frau, ich meine, die war wahrscheinlich auch irgendwie nicht so ganz, ja, ich sag mal, so ganz legal unterwegs, aber da ihn so eine eklige Kreatur sie fressen zu lassen. Oh, ich weiß auch nicht. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Seltsame Leute, muss man ja mal sagen. So, wofür haben wir denn jetzt hier nicht die ganze Zeit die ganzen Sachen bekommen? Dafür schon mal nicht. Dafür auch nicht. Also nur für die Waffe, die wir jetzt eh schon nutzen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Karten, mit denen wir dann ganz unten. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Können wir irgendwo hier ins Wasser springen? Nee, ne? Ja, mit denen wir dann ganz unten die entsprechende Einrichtung dann öffnen können. Kann man hier irgendwie geschickt runter oder ist das zu. Das müsste gehen, ne? Von der Höhe her ist, glaube ich. Ist es, glaube ich, noch. Ja, es geht. Okay. Ja, komm, wir laufen hier vernünftig runter. Sie ist ein bisschen schwer zu lenken, wenn sie sprintet. Also sie, das hatten wir auch schon in anderen Teilen, dass wenn sie sprintet, dass sie dann natürlich nicht so gut steuerbar ist. Also dass sie dann nicht so Haken schlagen kann, wenn man es so nennen möchte.
So, runter mit dir. Hopsala. Ja, das scheint jetzt irgendwie dieses Nephilim-Viech da, was wir ja schon mal gesehen haben, das scheint wohl irgendwie kaputt zu sein oder zerstört worden zu sein. Oder ob das wirklich zerstört worden ist, weiß ich nicht. Ich wage es mal zu bezweifeln, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir gegen das Tier oder gegen das Teil nochmal kämpfen müssen. Aber ja, ich frage mich, ob da vielleicht der Curtis was mit zu tun hat. Und auf mit dir. Ich meine, wir haben ja auch schon gesehen, hier sind ja so ein paar seltsame Viecher teilweise unterwegs gewesen. Wir hatten ja auch mal ein Video mit irgendwelchen Forschungseinrichtungen, so nenne ich es jetzt mal. Ich meine, das ist ja alles irgendwie eine Forschungseinrichtung, aber mit so Laboren, wo ja auch so ein ekliges Viech da den einen da umgelegt hat. Von daher, ich speichere mal auf einem anderen Punkt. So. Ich gehe jetzt mal nach unten. Oh, hier ist. Habe ich noch die Atemmaske? Nee, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr, ne? Nee, das war ja klar. Weil hier kommt auf jeden Fall Dampf, der mir nicht gut tut. Gehen wir erstmal ins Wasser. Ach toll, das hat auch noch Auswirkungen auf die Atemluft. Natürlich. Okay, aber hier ist zumindest die Luft weitestgehend rein. Na los, hoch mit dir. Okay. Ah, okay, den kann ich ziehen. Hier war irgendwo eine Öffnung in der Decke. Ja, genau. Ich will aber noch mal eben schauen, ob wir das Teil hier auch bewegen können. Kann ich da hoch? Nee. Mit dem Ding will sie gar nicht interagieren. Dann halt nicht. Dann werden wir uns hier oben hinbegeben. Und hier sind Spinte oder Spinde. Das ist schon mal gut. Frage ist, war das jetzt auch noch mal Verbandszeug oder hat das einfach nur so lange oben in der Ecke? Komm mal, hier nimmt sie auch noch was raus. Okay, ja. Bin ich jetzt hier richtig? Weil in dem Hauptraum, wo wir eben gelandet sind, wo dieser Dampf, dieser schädliche Dampf gewesen ist, da hätte man ja auch noch mal weiter gekonnt. Ich speichere extra mal hier, nicht, dass ich jetzt hier. Hallo Mädchen, du hast wie heißen die denn auf Deutsch nochmal? Brechstangen. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch alles hier verarsche. Okay, das heißt, wir müssen da sowieso wieder zurück. Ach, spring da doch einfach rein. Aha. Ja, genau so. Oh, man hat gerade ihre Augen so ganz komisch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wahrscheinlich schon. Okay, das. Hoch. Okay, es ist nur in dem unteren Bereich, wo der Dampf so schädlich ist. Wobei hier vielleicht auch. Aha. Toll, hier sind zwei Hebel. Achso, damit kann ich wahrscheinlich wieder raus, ne? Ja, nochmal zu. Geht nicht. Und hier. Ein Wunder der Technik. Können wir irgendwo hoch? Nee. Kann ich hier rein?
Ja. Und hier. Hier komme ich nicht hin. You really have made a mess of things, haven't you? Who for? The stalker who stole my painting. What do you need with a painting? Maybe I'll explain later, Ms. Croft. But for now, I need to go and turn the power back on. Leaving me here? You've caused enough problems over the last 2 days. Safer for everyone if you stay in one place for a while. You'll be okay in there. And this? My Periapt shard. You picked it up in the Louvre, yes. After you stole my painting. All this can wait. I know where you'll be. Take a breather from damaging things, why don't you? Ach, schau an. Das, was ihr mir schon gesagt hattet, ist jetzt wahr geworden. Wir haben Curtis. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber wir geben ihm mal eine Chance, würde ich sagen, ne? Dem jungen Mann. Wie heißt das Level hier? The Sanitarium. Okay. Ja. Okay, die Bewegungen sind jetzt tatsächlich ein bisschen ungewohnt, aber klar, er ist halt ein Mann und er ist einfach eine komplett andere Figur. Kann ich einfach wieder zurück? Ich will Lara wieder haben. Was hat er denn so dabei? Weapons? Boran X. Er hat aber auch wenig Munition, ne? Hat er sonst noch irgendwas mit? Wow, ein Medipack. Und Shard. Hat der nicht auch das Gemälde von uns? Also dieses eine Obscura Painting? Da hatte Lara ihn doch deswegen. Hatte sie ihm doch gerade noch gesagt. So, ich glaube, ich muss hier runter, oder? Oha, der klingt aber seltsam. Naja, gut, der ist halt. Kann er auch so diese tolle Rolle machen? Hä? Ja, kann er? Okay, es ist bei ihm alles ein bisschen männlicher. Sagen wir es mal so. Ja, an sich ist er ja, glaube ich, ein okayer Typ. So, ne, wenn eine Frau das sagt, ja, er ist ganz okay. Es kann so alles heißen, ne? Aber das ist nicht nur bei Frauen so. Ups. Sah aus, als wenn er jetzt hier auf die Knie geht und so nach dem Motto: Willst du mich heiraten? Das sah ja witzig aus, wie der gesprungen ist. Okay, er ist genauso lahmarschig unterwegs wie Lara. Das ist schon mal keine Umgewöhnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man hinter uns, also von jetzt hinter uns, wo dieser Käfig oder was das da eben war, ob man da noch hätte reingekonnt. Oder reingemusst, besser gesagt. Ach so, nee, das ist ein bisschen tief. Nee, besser nicht. Dann wären wir eh gestorben. Ja. Ach so, jetzt müssen wir darüber. Hat der denn so... Ja, er kann auch weit springen. Los, zieh dich hoch. So, wo müssen wir jetzt hin? Also wir müssen wahrscheinlich erstmal ganz runter irgendwie, ne? Und am besten in einem Stück und nicht zermatscht. Kann ich mich ja auch wieder so runterlassen? Ja. Und natürlich liegt hier wahrscheinlich auch Munition, die für seine Waffe passt und nicht für Lara ihre. Ich weiß, dass die Türen hier wahrscheinlich alle zu sind. Trotzdem probiere ich es immer wieder. Kann ich jetzt hier irgendwie runter oder ist es noch zu tief? Es ist noch zu tief. Deswegen lassen wir das. Das sah ja auch schön aus. Okay.
Hier ist nichts. Hier kommen wir auch nicht durch. Toll, die arme Lara, die sitzt da oben eingesperrt. Naja, wie er schon sagte, kann sie sich mal ein bisschen ausruhen. Schadet ihr auch nicht. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, hier in der Mitte runter, ne? Jetzt war das, glaube ich, von der Höhe her nicht mehr ganz so... Hä? Okay, so wollte ich es eigentlich nicht, aber... Denn hier ist das. Kann ich das bedienen? Nee. Okay, da kann ich runter. Kann ich da drüben zu der Tür da? Kerl! Nee, ich glaube, da kann ich nicht hin. Hier ist auch unten weiter nichts, ne? Könnte ein bisschen tief sein. Ich würde gerne ein bisschen weiter runter gucken können. Ja, also so komme ich da auf keinen Fall hin. Also klar, ich kann die Treppe da nehmen. Ich will aber nochmal eben hier schauen. Ne, das alles nicht gedacht für uns. Mhm. Kann ich hier nochmal ein bisschen gucken? So, kann ich dieses Teil hier bedienen? Nee. Da geht's auch noch mal runter. Wie soll ich jetzt hier weitergehen? Kann ich mich hier... Nee, da sterbe ich doch, oder? Wenn ich mich jetzt hier runterfallen lasse? Ich glaube, das ist ungesund. Oder hätte ich da irgendwie hingemusst? Ach, ich muss darüber. Er schwingt ziemlich... Dolle, das hat die Lara zum Beispiel nicht. Okay, die Tür sieht aus, als wenn man sie begehen könnte oder durchlaufen könnte. Ja, da springen wir mal lieber nicht runter. So, wir speichern. Wir können eigentlich auch wieder hier oben anfangen. Wow. Was ist das denn für einer? Bringt das überhaupt was? Ja. Noch einer? Ich finde das nicht... Alter, was ist das denn hier? Was machen die hier für seltsame Experimente? Das sieht ja alles irgendwie sehr unschön aus. Sanatorium, ja gut, ich meine, der Name kommt wohl nicht von ungefähr, ne? Da lag eben Munition. Aha. Oh, da ist dieses Tier. And I thought this would be one of my easy days. Ich schieße so seltsam, weil ich nicht unnötig viel Munition. Ach, guck mal. Hey, take it easy. What's going on down here? Dying. We're all dying. Protoss on the loose. Black Angel's going to kill us. Get a grip. What's going to kill us? The Proto, it got free. We got fed to it, but it ate the guards when the power shut down.
What the hell's the Proto? The Screamer! The Black Angel! Hey, I don't give a damn about your Black Angel. What are you doing down here? I didn't sign on for this. Not devils and shadows. I'm just a truck driver. What? You drove here? 4 days on the road from Turkey. Long way. Long way. What did you bring here? What were you carrying? Death in 5 tons of stone. The Sleeper. Drove here, then... You were fed to that thing? Fed to it, yes. But not me. I'm safe in here. Yeah, sure. Keep the door locked, okay? Liebe Zeit. Leider, da ist eine Sache eben übersprungen worden. Also da konnte ich auch nichts machen. Also auf jeden Fall werden hier Leute scheinbar gehalten, wie so Tierfutter für dieses Viech. Das ist schon ein bisschen asozial. Aber gut. Ich meine, die Bösen in Computerspiele sind ja meistens nicht dafür bekannt, dass die besonders sozial eingestellt sind. Hä? Hallo? Achso, jetzt. Ich habe irgendwie eine ganz komische Perspektive gerade gehabt. So, das Viech ist da oben durch entkommen, wobei da ist eigentlich nichts. Ich wollte eigentlich nochmal eben gucken, hier sind ja noch ein paar mehr Räume, ob man hier noch irgendwo rein kann. Ne, warte mal, hier kamen wir her, ne? Wo kann ich hier eigentlich durch? Ne, leider nicht. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob man in diesen Raum hier irgendwie reinkommt, aber ich glaube... Ne. Ich muss mich hier gerade mal ein bisschen orientieren. Hier ist irgendein Gas. Ah, da ist was hinter. Hä, da war gerade irgendwie was Rotleuchtendes. Hä, hier hat gerade irgendwas... Sieht ihr das dahinter? Da leuchtet das. Ich will da rein. Wie komme ich da rein? Muss ich hier irgendwas... aufmachen? Oder kann ich die Tür irgendwie... Nee. Och, Menno. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hin. Weil da war... Das sah mir aus, als wenn da ziemlich viel ist. Oder... Warte mal, ich muss mal einmal was schauen. Das ist ja jetzt von hier aus rechts gesehen. Ist hier irgendwo eine Anlage, wo ich was bedienen kann? Oder kann ich hier oben irgendwo lang? Nee. Das müsste ja theoretisch hier hinter dieser Tür sein, ne? Aber komme ich nicht rein. Ach Mensch, das finde ich ja doof. Oder kann ich das Glas hier einschießen? Nee. Hier ist auch nichts, wo man irgendwie durchkriechen kann, ne? Nee, ist nicht. Okay, dann... Ja, dann gehen wir erstmal weiter, beziehungsweise in dieser Folge hier machen wir... Oh, diese Stelle hier ist ja doof. Hallo, ich will... Oder ist hier in dem Raum noch was? Ach, guck mal, da oben. Kann ich da durch? You can't hide out there. He'll get you. He'll get us all. Okay, gut. Dem geht's nicht so gut, verständlicherweise. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir beim nächsten... My foreseeability will help here. Ja, was auch immer das heißt, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich speichere nochmal und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge mit dem netten Curtis. Und ohne Lara. Und dann, ja, freue ich mich drauf und bedanke mich bei euch so rum fürs Zuschauen. Macht's gut!